meine lieben Freunde der guten Unterhaltung. Ich mache mit bei der Wichtelaktion von dem Studio 7-1, das ist das Netzwerk, in dem ich bin. Und einige der tollen Mitglieder haben sich entschieden und beschlossen, eine Wichtelaktion zu machen. Und unter anderem habe ich gesagt, okay, ich bespiele auch gerne den Wichtel. Ich bin sehr gespannt, wie diejenige, für die ich gewichtelt habe, die Sachen findet, die ich ausgesucht habe. Und ich bin sehr gespannt, wer mein Wichtelpate ist, beziehungsweise mein Wichtel. Und was derjenige sich für mich überlegt hat, ich bin sehr, sehr gespannt. Und hier, das ist das Paket. Das kam natürlich nicht hier so an, muss ich ehrlich sagen. Ich habe, naiv wie ich bin, gedacht, es würde reichen, das Paket einfach irgendwo hochzustellen. Bei uns in den Hausflur, auf die Kommode. Aber nein, da war das Paket natürlich nicht sicher. Mein kleiner Sohn hat sich das vorher schon geschnappt und hat es aufgerissen. Zum Glück habe ich das gehört, dieses Geräusch des Aufreißens, und konnte ihn noch stoppen, bevor er es ausgepackt hat. Also er hat es nur aufgemacht und das hier so rausgezogen. Aber ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß es nicht. Also ich werde jetzt den restlichen Karton hier noch aufreißen. Vollkommen ladylike. Okay. Also, wir haben hier, es ist nicht nummeriert oder irgendwas, ich kann es also einfach mal aufmachen, nehme ich an. Es lag hier oben drauf, von daher, okay, ein Brief. Es ist ein Brief, sogar eingepackt, süß. Okay, ein Briefchen. Aloha Christine, darf ich dich Chrissy nennen? Nein, das mag ich ehrlich gesagt tatsächlich nicht so gerne. Es gibt nur eine Chrissy auf YouTube. Ich bin Tine. Aber okay, du, also dir erlaube ich es, okay? Du darfst mich Chrissy nennen. Wie wahnsinnig cool es ist, dass du mein Wichtelpartner bist. In meinem Päckchen befinden sich so einige Sachen für den Winter. Ein Tee für die kalten Tage, eine Kleinigkeit von Rituals, welche ich mir definitiv auch holen werde, weil ich mich selbst angefixt habe. Und eine Kleinigkeit für Kinder zum Basteln. Vielleicht kennst du ja den ein oder anderen, der daran Spaß hat. Dufte Grüße aus Bonn. Tommy! Der Brief. Vielen Dank, lieber Tommy. Ich bin super gespannt. Ich habe... Lüge ich? Doch, ich habe ein Raum-Bettzeug-Spray von Rituals, aber bisher sonst überhaupt keine Produkte von denen. Und von daher bin ich sehr gespannt, was du da ausgesucht hast und was dich da so angepisst hat. Okay, also hier ist was zum Basteln, nehme ich an, weil hier steht drauf: Krabbeltiere. Anmalen, ausschneiden, kleben. Fertig ist deine Tierparade. Okay. Ich werde das mal vorab aufmachen. Was für eine süße Idee. Bin ich aber lieb, dass da jemand auch an meine Kinder denkt. Ist ja keine Selbstverständlichkeit. Oha, was ist denn das? Eine Schnecke nehme ich an. Eine Schnecke, ein Löwe, Krokodil, Elefant. Okay, ich bin sehr gespannt. Krabbeltiere Entdeckerspiel. Ach so, und dann klebt man die so auf die Hand. Die kommt so auf die Hand drauf. Ist ja witzig, habe ich ja noch nie gesehen. Seht ihr da? So. Und dann kann man sich dann so auf die Hand kleben. Das ist ja cool. Da sind sogar Stifte bei. Fasermaler, Filzstifte und Klebeband. Schon zum direkt auf die Hand malen. Sehr, sehr cool. Das wird auf jeden Fall eingeweiht. Sehr schön. Okay, das scheint etwas gewesen zu sein, was mein Sohn schon doch noch in die Finger gekriegt hat. Der Sack. Okay, vielleicht war das da drin von Rituals. Oh, ich bin so gespannt. Ich habe ja, wie gesagt, noch gar nichts zu sehen.
Glück habe, Beauty-Produkte von Rituals. Vielleicht ist es aber auch eine Duftkerze oder sowas. Die haben ja einfach ganz viel so Gedöns. Schönes Gedöns. Oh, es ist eine Handbalsam. Geil. Ob er das weiß, ob Tommy, ob du das weißt, dass ich so der mega Handcreme-Fetischist bin. Und zwar ist das Ginkgo Secret. Ginkgo Ginseng und Ginkgo Biloba Handcreme, die ich direkt natürlich ausprobieren werde. Wunderschön. Verpackung auf jeden Fall. Oh, sehr schön. Weich. Oh, zart. Zart. Fühlt sich schön an. So ein bisschen fettiger. So ein bisschen wie eine Körperbutter schon. Butterig. Oh, das macht aber feine, zarte Pfoten. Oh, danke, Tommy. Das ist ja wirklich ein bisschen wie Weihnachten für mich heute. Toll, ich liebe das. Dankeschön. Das ist so sehr, sehr schön ausgesucht für mich. Und ein Tee. Das kommt recht, weil tatsächlich trinke ich sehr gerne Tee momentan. Ein Cherry. Ein fruchtig-süße Kirsche. Cherry, Birnbambu, grüner Tee mit Kirsche, Mangostücke. Oh. Kandierte Mango. Grüner Tee, Hibiskusblüte, Kirsche, kandierte Mangostücke, kandierte Ananas, Bambus, Rosenblüte, Zitronenschale, Rosenknospen und Cornberrystücke. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das klingt ja. Kann ich den Tee auch so essen? Ich stehe auf kandierte Früchte. Oh. Kann ich den auch so knabbern? Boah, das riecht so gut. Da werde ich mir heute zu meinem Abendbrot-Schnittchen eine Tasse von machen, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Tee-Ding habe. Was ist denn so ein, wo man losen Tee reinmacht? Muss ich echt mal gucken, weiß ich gar nicht. Tommy, vielen, vielen, vielen Dank. Du hast wirklich sehr, sehr gut ausgesucht. Vielen, vielen lieben Dank. Den lieben Tommy findet ihr natürlich auch unter diesem Video verlinkt. Schaut euch bitte, bitte seinen Kanal an. Wird sich definitiv lohnen. Ich wette, Tommy freut sich über jeden Besuch auf seinem Kanal und jedes Abo und jeden Klick auf seine Videos. Ja, das war's von mir schon für heute. Ich wollte das Paket unbedingt auspacken und ich bin super spät dran mit meinem Wichtelvideo. Fragt nicht, bei uns ist gerade so ein bisschen Chaos in der Familie. Das ist unfassbar. Aber ich, so langsam kommt wieder Grund rein und ich kann wieder ganz viele tolle Videos für euch machen. Ich habe so viel vor. Oh, meine Liste wird immer länger, weil mir jeden Tag tolle Sachen einfallen. Aber ja, der Mensch denkt, Gott lenkt. Ne? So ist das. In dem Sinne, ich wünsche euch einen tollen Abend, eine tolle Nacht, gute Nacht. Und bis ganz bald. Und danke, danke, Tommy. Du darfst mich auf jeden Fall auch Christine nennen. Ist okay, das ist so unter uns. Ist das okay? Bis bald. Tschüss. Und wenn ihr wissen wollt, wem ich was geschenkt habe, dann klickt doch mal hier auf den Namen. Und zwar habe ich mir ein paar schöne Sachen einfallen lassen für die liebe Sani. Und ja, heute ist mir zu Ohren gekommen, dass mein Geschenk bei ihr noch nicht angekommen ist. Also entweder hat DHL es verschlammt oder aber es kommt in 100 Jahren. Deswegen habe ich ihr jetzt nochmal was geschickt. Ich hoffe, dass es diesmal ankommt. Ich habe quasi Polizeischutz, um Polizeischutz gebeten für dieses Paket bei der Post. Und ja, es sollte auf jeden Fall jetzt die Tage ankommen. Vielleicht macht sie noch ein Unboxing. Ich hoffe es sehr. Also schaut mal auf ihrem Kanal vorbei.